Und da sind wir auch schon wieder. Ich weiß immer noch nicht, was hier abgeht. Chat weiß ich gar nicht. Vielleicht steht er hier. Aber. Bin gerade dabei zu schauen, guck mal, was für eine Rüstung ich da brauche und welchen Stuff ich dann für die Rüstung brauche. Ja, wäre wirklich cool, wenn hier direkt am Eingang so ein Schild steht: Achtung, gefährliches Gebiet, du brauchst die und die Rüstung, sonst stirbst du. Fleisch war aber nicht von mir. Yay. So, dann haben wir schon mal unser wichtigstes Zeug wieder. Das andere war, glaube ich, alles sowieso nur noch Baumatz oder so. Mal gucken. Sieht ja sowieso alles so grünlich aus, als auch der Rasen hier hinten. Ist das normaler Rasen? Wolf dort. Ja. Eben, es geht nämlich noch weiter runter. Normalerweise hast du ja ungefähr so Hälfte, Hälfte Rasen, Erde. Aber hier geht der Rasen fast bis nach ganz unten. Da sieht man das so ein bisschen, ne, dass das so Hälfte, Hälfte ist. Aber eben, hier geht das auch noch ein bisschen weiter runter. Aber es ist trotzdem ungefährlicher Rasen. So, dann gehen wir mal wieder zum Spawn. Das war da hinten. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo das Tutorial sehen, finden, endlich für Protection ist scheinbar, wie gesagt, nicht das, was wir suchen eigentlich, aber ich gehe trotzdem hin. Hui, hui. Ach, das Ding, das haben wir uns das sogar schon angeguckt. Genau. Das bringt uns also nichts. Toilet Center, Ausbau, Public Mine, Nether. Handelsschiff, lol. Parcours, Pixelbiene. Vielleicht haben wir hier was? Na gut, hier ist allgemein irgendwelche Spieler. Ich bin verwirrt. So, Mesecom, Pickbox. Metal Robot. Das Mesekontas Pipeworks.
Ich wüsste halt gerne, was das hier bedeutet. Das war hier diverse Materialien. Das weiß ich natürlich nicht. Hier geht's weiter. Tja. Aua, er schubst mich. Ewi finde ich kein Tutorial zu Rüstungen. Sind auch nur so falsche Stoffe? Weil schon echt interessant aussieht, ja. Oh, Getränke. Und Diamanten. Ja, lol. Wer kauft denn Getränk mit Diamanten? Wie reich muss man denn da bitte schön sein? Okay, weiter geht's ja auch nicht. Central Hub, Low Hub. Dann schau ich mal weiter. Zughaus. Da ist es ja. Thanks. Nice. Vielen Dank an die Architekten und Baumeister Wüttel für die Bereitstellung seines Marktplatzes Außenposten. Aha. War das hier denn unter einem anderen Namen zu sehen, oder? Boah, ich habe nirgendwo davor Rüstungen gesehen bisher. Naja, gut. Also, Wooden Armor, Cactus Armor. Das scheint erstmal. Ach, da! Heal 20. Gut, wäre natürlich schön, wenn man etwas mehr Beschreibung hätte, weil Heal 20 heißt es jetzt, dass man, weiß nicht, pro Sekunde 20 Heal bekommt, dann wäre man quasi unsterblich. Heal 16, 24, okay. Das heißt, wir müssen noch was suchen. Oh, Feuer. Wir müssen irgendwas suchen mit Radiation, I guess. Heal. Heal, heal, heal. Heal, 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 fire. Heal, heal. Fire. Fire. Heal. Fire, heal. Oh, gibt sogar manche Sachen, die schwerer machen. Oder leichter. Wow. Alter, aber wie viele Materialien gibt es denn bitte? Holy guacamole. We are so fucked up right now. Ah, Radiation 1000. Alien Armor. Gut, da werden wir wohl noch ein bisschen suchen. Wobei, wir haben ein bisschen Alien Armor bekommen, ne? Ehrfürige Matulipapa. Gibt es tatsächlich eine Dokumentation, jemand? Wir haben noch ein zum Beispiel Tage mal ein kleines Sample ins Repo. Okay, also Feuer. Tega! Der macht Geräusche. Was heißt, das einzige mit Radiation tatsächlich ist das Alien Armor. Ich glaube, wie gesagt, Lolo Uwu. Lolo Uwu, ja doch, Lolo Uwu hat uns ja ein bisschen was an Alien Stuff gegeben. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, was genau. Vielleicht haben wir da sogar schon eine Chance, irgendwas zu bekommen. Denn soweit ich weiß, gut, ich weiß jetzt nicht, ob dieses 4000 hier für alles gilt. Oh, Boots Increased Jump. Da sollte man also erstmal auf jeden Fall das hier benutzen. Also die Boots als allererstes machen. Die Frage ist, wie komme ich hier hin, wenn ich noch mal was suche? Gibt es hier irgendeinen
Travelnet, der mich hier hinschickt. Ach, hier sind. Ah, das ist das Haus, wo wir uns immer rumteleportiert haben. Wir sind direkt in der Nähe vom Spawn. Das ist hier der Weg, den wir damals mal andersrum lang gelaufen sind. Ich demonstriere. Ah, hier, Haus. Richtung von den beiden Schildern. Dann einfach hier abzweigen. Den Weg sind wir damals mal lang gelaufen. Um hier zu den Teleportern zu gehen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher zu uns führt. Ich glaube, der blaue. Aber ja, direkt da ist das Haus. Lol. Ja, lecko mio. Aber wie ist es denn ausgeschildert? Ist das einfach Zughaus? Ja, das ist ein. Wer soll bitte schon ahnen, dass im Zughaus ein Tutorial für Rüstungen ist? Ah, hier Zeughaus, Arena, Beginner Villager. Mehr steht da nichts. Da steht nicht irgendwie was von Rüstung oder sowas. Tja. Gut, aber zumindest wissen wir von dir jetzt, wo das ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu unserem Home und gucken mal, was wir an Alien-Rüstung haben. Wir sollten übrigens mal jetzt unseren Home-Punkt hier im Haus setzen. Also ungefähr hier so. Set Home. Hey. Da. Home. Du Affe. So. Hier ist nix. Hier. Achso, stimmt, der hat uns bloß ein paar Alien-Ingits gegeben. Ah, okay. Also so viel. Nee, da waren doch irgendwelche Blöcke, oh klar. Ah, hier, sag ich doch, Alien-Blöcke. Ha, wusste ich's doch, da war doch ein bisschen mehr. Hier sind aber nur diese Ingits. Jetzt weiß ich gar nicht. Ach, da haben wir auch bloß plus die Ingits. Aha. Weil eben für die Werkzeuge brauchen wir irgendwelche anderen Sachen. Brauchen wir nicht auch noch diese komischen Kristalle und sowas alles. Okay. Das ist natürlich praktisch. Dann haben wir doch einiges. Eben, indem ich hier dieses Alien-Mesel. Brauchen wir nicht auch noch für manche Sachen. Und das heißt, die werde ich erstmal hier aufsplitten. Bam. Dann werden wir uns erstmal die Boots machen. Bom. ...1000. Ja, nice. Oh, ja, und wir können wesentlich höher springen. Oh, und schneller laufen. Heilige Scheiße. Aua, Alter. Okay, das ist gefährlich. Alter. Das ist gefährlich. Ey, wir kriegen keine Verstrahlung mehr. Jo, leck's mal am Arsch. Cool. Okay. Es gibt noch einen Haufen Special Case Charts. Ja, das mal mit mir lesen. LED, Kamerad. Nice. Okay, das ist scheiße gefährlich. Oh mein Gott, Alter, da muss ja. Oh, Alter. Oh, wei, wei, wei. Oh, das ist gefährlich. Mm. Gut. Da muss ich, die müssen wir direkt mal unsere Gleiter auspacken. Das, halt. Achso, Werkzeuge. Nevermind. Bam. Alter, wir laufen viel zu schnell. Heilige Scheiße. Guck mal, wie hoch wir sind. Alter, ist das krank. Wow, wow. Ist das krank, Alter.
Vor allem dadurch, dass die Bäume ja alle hier auch noch diese komischen Blätter haben, heißt das, man kann hiermit quasi endlos weit fliegen, weil man immer irgendwo irgendwelche Bäume hat, wo man dann wieder hochjumpen kann. Oder auch nicht, weil der Fallschaden zu hoch ist. Aber wieso ist der Fallschaden? Ach, kann es sein, dass jedes Mal, wenn ich wieder hochspringe, ich den Fallschirm neu öffnen muss? Kann das sein? Oh, aber meine Rüstung behalte ich tatsächlich. Gut, jetzt habe ich natürlich grüne Schuhe. Gut, mal gucken hier. Wo genau das war. You died here. Oh, das ist gefährlich, Alter. Das ist viel zu gefährlich. Alter, man kommt da so schnell in gefährliche Höhen. Aua. Das tat ja weh. Wo bin ich gestorben? Da bin ich gestorben. Mitten im Wald. Gut, warte mal kurz. Ah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hole mir mal nochmal einen Paragleiter. Alter. Also Rennen ist jetzt wirklich echt gefährlich. Holy shit. Das ist schon ein bisschen. Das ist schon ein bisschen sehr heftig. Heieiei. Okay, das heißt also endlos fliegen kann man doch nicht. Wir müssen nach da. Digga, das Springen ist ja sowas von krank. Oha. Gefährlich. Oh, hier ist eine Gleisanlage. Aha. Wie kann ich da oben in der Luft gestorben sein? How? Wie kann ich hier oben Fallschaden bekommen? Kann mir das mal irgendjemand erklären? So, jetzt haben wir natürlich direkt wieder was gefunden, was ich untersuchen muss. Und zwar Bahnanlage. Aua. Oh. Okay, die. Achso, nee, geht hier nach unten. Und hier endet es dann. End of the Dschungel. Digga, der Sprung ist echt zu hoch. Wie schnell die einfach laufen. Digga, das geht ja gar nicht. Das ist viel zu schnell. What the fuck? Oh Mann, Alter. Wir brauchen ja kein Auto mehr oder sowas. Wir sind jetzt schon so schnell, dass sich quasi alles andere erübrigt. Das ist echt ein bisschen heftig, Mann. Das ist echt ein bisschen heftig. Das heißt, ich brauche doch ein bisschen mehr Rüstung, um den Fallschaden zu kompensieren, den ich bei den Geschwindigkeiten, vor allen Dingen bei der Sprunghöhe erreiche. Wo ist eigentlich unser Haus? Na. Wir gehen einfach mal. So, easy. Ja, das nenne ich mal interessant. Das ist, wir sind definitiv viel zu schnell. Ich bin so schnell, als wenn ich normalerweise gerannt wäre. Das ist einfach way too much. Alter. Okay. Dann würde ich mal sagen.
können wir erstmal ein bisschen wieder Stuff zurückpacken hier. Vor allen Dingen unser gutes Alien-Ingot. Und dann gucken wir mal hier. Du kommst da rein. Wir haben erstmal genug Brot. Wir haben auch massig von diesen Ofen, also von den fertig gebackenen Kartoffeln. Die bringt sogar mehr Sättigung. Let's go. Wobei, wenn die mehr Sättigung bringen, sollten wir die lieber eher aufheben, ne? Dann doch lieber eher das hier verbrauchen erstmal. Alter, die so eine Funktion mit deiner. Oh. Achso, die reden über die Programmierung von diesen Leuchtreklamen. So, in welche Richtung gehen wir jetzt wegen Samen sammeln? Also wir brauchen irgendeine Wüste und wir brauchen Dschungel. Dschungel war in die Richtung auf jeden Fall. Digga, wie schnell wir sind, das ist doch nicht mehr wahr. Das ist doch gefährlich. Digga, da brauchst du ja Waffenschein für. What the fuck, dude? Das geht ja mal gar nicht. Holy shit. Vor allen Dingen bei dem Tutorial hat gar nichts von Geschwindigkeit drin, oder? Muss ich mal nochmal gucken hier. Da muss ich aber jetzt nochmal hier. Muss ich aber jetzt nochmal ganz kurz hier. Muss ich jetzt mal so kurz. Digga. Wir sind so schnell, das Spiel glitscht sogar schon rum. Ja, eben, guck mal, da steht gar nichts von mehr Geschwindigkeit. Da ist einfach nur Boost Increase. Boost, also Boots, also hier die Schuhe erhöhen den Jump. Tja. Aber scheinbar beschleunigen die, machen die auch die wesentlich schneller. Gut zu wissen. So, es wird so langsam hell. So, wir haben mal den Dschungel. Hier gucken wir jetzt mal nach dem Gras. Das ist, haha, da haben wir schon mal unser erstes. Warum ist das hier so dunkel, sag mal? Hat sogar verschiedene Farben. Das ist ja richtig grau jetzt. Holy shit. Dschungelgras. Die Texte haben sich auch verändert. Also, da sind jetzt richtig leuchtende grüne Dinger drauf. Aber jetzt bekommen wir keine Saplings draus. Achso, doch. Guck doch, hier, Reis. Reis und Baumwolldarm. Das ist genau das, was wir brauchen. Alter. Dieser Sprung ist so krank. Genau das, was wir brauchen. Oh. Ich habe fast sogar Weed. Some Weed. Na, warum weiß man nicht. So, das heißt, wir haben schon mal das. Dann müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie die Steppe finden. Diese Abbaugeräusche sind echt eklig. So viele Puma. Ui. Oh, wie süß. Oh, das war Gras. Okay, haben wir ein bisschen was? Acht davon, sollte erstmal reichen. Dann machen wir es mir jetzt auf der Suche nach einer Steppe. Wobei ich gerade mir überlegen bin, ob wir den Baum mal kurz abbauen. Zumindest auf jeden Fall erstmal die da, das Ding. Hier hinten ist noch ein roter. So, haben wir sechsmal Kakao. Oh, nee, nur fünfmal. Betrug. Wir brauchen aber auch noch ein bisschen Holz davon tatsächlich. Dauert ja ewig. Na, drei sollte erstmal immer vier. Wobei, nee, drei reichen. So, na dann. Machen wir uns mal auf der Suche nach einer Wüste. Problem ist natürlich, weswegen ich solche Sachen, aua, sehr ungern auf meinem Server mache,
ist, wenn man so schnell ist, und man damit natürlich unbekannte Gebiete bereist, dass dann halt der Map-Gen überhaupt nicht mit daherkommt, wo man halt viel zu schnell ist. Und vor allem natürlich auch, wenn viele Leute viele unbekannte Gebiete erforschen auf die Art und Weise und dann sehr schnell Kilometer schrubben, natürlich auch die Welt extrem schnell anwächst. Ja. Ja, wie viel Dschungel ist hier eigentlich, bitte? Ey, diese Bergaufgeschwindigkeit ist schon abartig. Habe ich meinen Paragleiter? Habe ich. Aua. Na, ja, siehst du. Sobald man einmal auf Land kommt, wird der Fallschirm wieder eingefahren. Und das war auch der Grund, weswegen ich denn da gestorben bin. Ah, ich hab gerade zweimal links geklickt. Ey. Scheinbar bin ich, ja, weil unbekanntes Gebiet so schnell gewesen, dass der Server nicht mehr hinterherkam. 3,5 Kilometer liegt mir im Arsch. Ich gehe erstmal nach Hause und suche mir erstmal nochmal einen Paragleiter. Ohne den wird es nämlich nichts mehr. Dankeschön. Wo bin ich gestorben? Da. Jetzt ist es auch nur 2,7 Kilometer. Ich muss also wirklich einfach nur dran denken, jedes Mal den Paragleiter zu öffnen. Dann geht's sogar ganz, ganz gut. Holy shit. Er macht schon Spaß. Da muss ich irgendwie rüberkommen oder einfach dran vorbeigehen. Mal gucken. Wie die Meterzahl einfach kleiner wird, Alter. Holy shit. Guck mal, hier haben wir auch das Ganze, oder? Ah ne, hier ist nur Gestrüpp. Wir brauchen wirklich eine actual Wüste. Da hinten zum Beispiel sieht gut, oder? Ah ne, hier ist auch grünes Gras. Normalerweise müsste auch hier dieses gelbe Gras sein. Hä? Gras, das ist ganz normales Gras, na super. Das geht jetzt aber nicht sehr viel weiter. Ist das krank, Alter. Da sind wir. Oh nein, wir fliegen zu weit. Das ist schon echt geil. Heieiei. Wobei man auch sieht, die Dinger werden ganz schnell abgenutzt. Wie teuer ist denn so einer? Kleider. Wie heißt die Dinger? Achso, ohne E. Oh, es gibt weiße und schwarze.
Reinforced. Oh, okay, die sind ja sehr preiswert. Sollten wir uns also wahrscheinlich mal eher auf die konzentrieren. Okay, brauchen wir ganz schön viel Carbon. Oh, okay, es ist auch bloß Wolle. Ja, wobei wir brauchen davon 3 Stück. Hiervon brauchen wir für jeden 8 Stück. Das heißt, wir brauchen 24 mal Wolle. Plus die 9 Wolle, die wir für die 3 Dinger brauchen hier. Also vielleicht doch 27 mal. Nee, halt. Wie viel? 24 plus 9. Also 33 mal Wolle brauchen wir. Und zwar Wollblöcke, wohlgemerkt. Aber zumindest sind die Blätter doch relativ preiswert. So, wo ist jetzt unser Haus? Ich wünschte, es wäre mal schön, wenn unser Haus markiert werden würde. Naja. Gut, ich kann mal sagen, wie geht das mal nach Hause? Grüne Pflanzen, also Pflanzen. Grünes Gras haben wir erstmal. Was laber ich? Also dieses trockene Gras, meine ich doch. Haben wir erstmal nicht gefunden. Sondern nur entweder Gestrüpp oder normales Gras. Was halt nicht sehr viel. Oh, Ananas. Oh mein Gott, wir brauchen ganz viel Ananas. Ananas ist das Wichtigste auf der Welt. Wobei wir haben doch Ananas, oder? Eben, wir hatten noch Ananas. Na, wie gesagt, trockenes Gras sehe ich persönlich erstmal nicht wirklich. Ist das böse? Holy shit, wir werden damit noch viel Spaß haben. Okay, also man kann tatsächlich doch, ne, je weiter der Flug runter geht, man kann dadurch also doch etwas Fallschaden bekommen. So, da hinten ist aber auch nur grünes Gras, sehe ich. Gibt es denn hier nirgendwo trockenes Gras? Oh, der erste Paragleiter ist schon fast runter, ne? Ja. Leider sehe ich hier auch den Fortschrittsbalken gar nicht. Ich muss die nochmal austauschen hier, damit ich den Balken sehe. Ist das eigentlich pro Nope. Nutzung? Ja, ist wirklich pro Nutzung. Okay. Also selten nutzen wie möglich. Aber guck mal, hier ist überall grünes Gras. Normalerweise müsste überall, wo es weiß, wo es gelbe ist, müsste trockenes Gras sein. Das ist halt schon ein bisschen deprimierend. Ja. Na gut, dann würde ich mal sagen, an der Stelle machen wir jetzt mal Feierabend. Dann ja, suchen wir in der nächsten Folge trockenes Gras, wo immer wir welches finden mögen. Ich schätze mal, da brauchen wir noch ein paar mehr Paraglider. Warum sage ich eigentlich immer Paraglider? Ja. Von wo ist der Begriff Paraglider? Ist das ein Wort? Gibt es das? Paraglider. Doch, die Dinge heißen Paragleiter, Gleitschirm. Also, sehe ich gerade gar nicht. Da. Gleitschirm, der Gleitschirm, auch Paragleiter. Also doch, die Dinge heißen wirklich Paragleiter. Okay. Ja, das heißt, genau, nächste Folge. Ja, trockenes Gras suchen. Und dann müssen wir uns auch langsam mal anfangen, ein bisschen in Tiefbau zu gehen, Rohstoffe für Technics-Mod und vor allen Dingen ein bisschen Marble und sowas für Home-Dekor, für die Inneneinrichtung, so eine Badwanne, also Bad, Küche, alles Mögliche, was halt noch kommt. Da wird dann eine Menge kommen. Von daher, bis dann.